So, liebe Zuschauer, da sind wir auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Nicht nur die roten Teufel tanzen, es tanzt hier alles. 46.115 Zuschauer, ausverkauftes Haus seit Wochen. Die Karten für viel, viel Geld wurden sie noch auf dem Schwarzmarkt angeboten vor dieser Partie. Unglaublich viele Lauterer Fans und natürlich auch Mainzer. Und schauen Sie, die Atmosphäre ist positiv. Klopp und Jara, die beiden Trainer, die mögen sich. Hoffen wir, dass das ein bisschen voransteht für diese Partie hier, die natürlich emotional geprägt ist, überhaupt gar keine Frage. Wir wollen uns dem Sportlichen zunächst einmal widmen. Wir wollen schauen auf die Aufstellung des ersten FC Kaiserslautern. Ein bisschen hat er was verändert. Der Tiroler Kurt Jara. Riedel, den sehen Sie hinten drin. Der spielt ansonsten immer im defensiven Mittelfeld. Der ersetzt heute Lempi auf der rechten Position in der Viererabwehrkette. Dann Herzschmetto Mochato, das kennen Sie. Sforza zum ersten Mal seit vielen, vielen Wochen dabei auf dem Betzenberg in der Anfangsformation des FCK. Die insgesamt dann ein bisschen offensiver agieren als sonst. Also drei Mann hinter der Stoßspitze, Carsten Janka mit Kosowski, Amanatidis, Sandi. Die sollen wirbeln, die sollen rotieren. Bin gespannt, wie das funktioniert beim FCK. Auf der anderen Seite Mainz 05. Weiterhin ohne Azuak, ohne den Zauberer im Mittelfeld. Aber wieder mit Abel, der muss spielen, hat Jürgen Klopp gesagt. Der Abel war früher beim FCK, fast 10 Jahre in der FCK-Jugend. Also der ist hier mit dem Herzen dabei gegen seinen ehemaligen Klub. Das ist die Veränderung. Zum einen Abel für Nikolic und vorne dann noch im Sturm Niklas Weiland, der ja Oberschenkel verletzt war. Von Anfang an dabei für Connor Casey. Das also die Mainzer Elf. Und wir gucken rein in den Betzenberg. Große Atmosphäre hier vor dieser Partie, gar keine Frage. Die Zeitungen hier in der Region waren voll seit Tagen mit Schlagzeilen über dieses Derby. Wenn man die Autobahn befahren hat heute Nachmittag, die jetzt erst endgültig ausgebaute zwischen Mainz und Kaiserslautern, dann war das so ähnlich wie im Ruhrgebiet. Da fuhren die Mainzer, 17.000 sind gekommen hier auf den Betzenberg in Autokorsos hintereinander her, um sich einzustimmen auf dieses Ereignis. Und Jürgen Klopp hat ja gesagt, das ist ein historisches Spiel. Also eine ganz, ganz markige Aussage vor dieser Partie. Mainzer drehen sich rum zum Spielfeld, das sehen wir auch hier. Haben die Osttribüne eingenommen im Fritz-Walter-Stadion. Der hat das Herz für beide. Rot ist es ohnehin hier. Das ist die dominierende Farbe heute Abend. Seit 1953, liebe Zuschauer, hat Mainz in einem Pflichtspiel nicht mehr gegen den ersten FC Kaiserslautern gewonnen. Damals am 15. November 1953. Mainz 5:2 Sieger am Bruchweg in Mainz. Und die Lauterer spielten damals mit Fritz und Ottmar Walter, mit Kohlmeier, mit Eckel, mit unseren Weltmeistern von 54. Und so lange ist es her. Unglaublich. In der Tabelle der erste FC Kaiserslautern, die Roten Teufel, ja momentan 14. 17 Punkte nur auf der Habenseite. Die Mainzer haben 5 mehr schon geholt in dieser Saison. Sind ja die positive Überraschung neben Arminia Bielefeld im Laufe dieser Spielzeit in der ersten Fußball-Bundesliga. Da haben wir den Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck. Der hat ein salomonisches Urteil sozusagen gesprochen. Hat getippt 3:2 für Kaiserslautern hier auf dem Betzenberg und gleich nachgeschoben. Aber beim Rückspiel gewinnen die Mainzer 3:2. Heißt, haben alle 3 Punkte und jeweils auch reichlich Tore auf der Habenseite. Und jetzt kommen sie, angeführt von Wolfgang Stark, dem Schiedsrichter, rein in die Partylandschaft. Fast schon italienische Stimmung. Grün, Rot, Weiß. Und eine große Fan-Choreografie der Lauterer. Anhänger. Schauen Sie, der Teufel pickt das 05er-Emblem. Das wünschen Sie sich am Betzenberg, sofern Sie Fans
des 1. FCK sind. Mit dem Kopf durch die Wand. Für immer die Nummer 1 im Land heißt es da. Die Gänsehaut kommt nicht von der Kälte, liebe Zuschauer. Ich hoffe, dass wir das zu Ihnen nach Hause transportieren können, was hier los ist. Eishockey-Fan und das ist Thomas Gustl-Ernst, ein Wiesbadener im Kasten des 1. FC Kaiserslautern als Ersatz für Tim Wiese, den wir auf diesem Weg natürlich gute Besserung wünschen. Am Kreuzband operiert, hoffentlich kommt er bald wieder, der Wiese. Das denken nicht nur die Lauterer Fans. So, Mainz 05 wird ganz in Weiß hier spielen. Und der 1. FC Kaiserslautern in den feinroten, dunkelroten Trikots. Und jetzt läuft die Partie. Weigelt, Noweski. Zum ersten Mal Abel, der Ex-Lauterer am Ball. Und der erste Fehler. Kosowski profitiert. Amanatidis, Kosowski. Und das Silva gewinnt den Zweikampf gegen Ciriaco Sforza. Hier haben wir ihn, Ciriaco Sforza. 79-facher Nationalspieler für die Schweiz. 34 Jahre mittlerweile. Die Bayern kennt er, Inter Mailand kennt er, den FCK kennt er am besten. Zum dritten Mal ist er in der Pfalz und nach langer Verletzungspause wieder mit dabei. Fehler Wache, Amanatidis profitiert, jetzt das Duell, Janka gewinnt es. Janka! Und die erste Chance. Amanatidis Vorlage und dann das Laufduell Janka gegen Noweski. Alles korrekt, stark hat weiterlaufen lassen. Zu Recht. Und der Abschluss. So einen emotionalen, schauen Sie hier. Brauchen die Lauterer natürlich. Das Silva, der technisch beste Spieler von Mainz 05. Das ist Niklas Weiland. Stockfehler. Hätte da freien Weg gehabt in Richtung Tor. Weiter, das Silva. Auer und Thomas Ernst. Janka ärgert sich da, dass der Schiedsrichterassistent die Fahne oben hat. Will den Ball gespielt haben bei diesem Tackling. Hier kommt da der Janka. Ah, es ist früh im Spiel, das kann man schon mal pfeifen. War auch an der Seitenauslinie, also keine größere Aufregung.
Kurt Jara haben wir gesehen, hat den Lauterern 5 Tage mehr Urlaub versprochen, wenn sie 20 Punkte holen, wenn sie dieses Derby hier gewinnen gegen Mainz. Mainzer scheinen nervös, nächster Stockfehler, Freistoß, 1. FC Kaiserslautern. Da haben wir das. Manuel Friedrich gegen Janka. Das ist der Spezialist für die Standards. Feridun Sandi hat schon 4 Tore gemacht für den FCK. Und Janka lauert natürlich. Kosowski. Sforza. Pilciato. Silva am eigenen Strafraum, muss er da mithelfen. Aber das ist ja eh das, was die Mainzer auszeichnet, diese hohe Laufbereitschaft. Aber sie haben Probleme mit dem FCK in den ersten Minuten. Jetzt die Konterchance für Mainz 05. Kosowski. Abseitsposition, Amanatidis. Vom Schiedsrichterassistent gut erkannt. So, jetzt kommt das Zuspiel und da sehen Sie, steht er den Schritt zu tief, zu weit drin. Danke für die Bilder. Und Amanatidis muss ein bisschen länger warten in Zukunft. Lautere hat derzeit mit einem besseren Lauf in der Liga. Von den letzten 15 Punkten holten sie 10. Bei den Mainzern läuft es nicht so rund, nur 1 der letzten 5 Spiele gewonnen. Also ein bisschen ist die Anfangseuphorie dahin, aber das war ja nicht anders zu erwarten. Kossos gegen Weigelt. Niklas Weiland. Schwarzer gewinnt den Zweikampf, sehr engagiert, der Schweizer. Freistoß zugunsten des 1. FC Kaiserslautern. Hier Niklas Weiland gegen Amanatidis. Lautern mit einer sehr drangvollen Anfangsphase. Wollen die Mainzer gleich packen. Eigentlich haben das die Mainzer ja intus in den letzten Spielen immer wieder. Dieses von Beginn an hoch konzentriert sein. Aber jetzt Lautern mit dem Freistoß. Zandi. Kosowski, schlechte Variante. Chacho. Herzsch. Zandi. Oh, wenn er da einen Moment wartet und den Ball runterfallen lässt, dann kriegt er da vielleicht ein bisschen mehr Druck drauf. Feridun Sandi. Wieder Sandi. Janka da. Amanatidis. Wieder der Stockfehler, dieses Mal von Gerber. Mainzer haben große Probleme. Chato. Und Abstoß vom Tor des FSV 105. Hier nochmal die Szene mit Herz und Zandi. Schaut, der hat so viel Zeit.
kann ihn sogar annehmen, möglicherweise mit der Brust runternehmen. Und dann Beweis. Jürgen Klopp ist ganz euphorisiert, so gegen 16.15 Uhr hier reingelaufen, hat gestrahlt, hat gesagt, Mensch, das ist genau das, was wir immer erleben wollten und immer wieder erleben wollen. So eine Atmosphäre. Der Ersatzkapitän Riedl. Wenzel ist ja verletzt. Foulspiel mit Tomo. Hier klar zu sehen gegen Benjamin Auer. Auch das einer, der große Sympathien hat, Benjamin Auer, für den 1. FC Kaiserslautern. Auch er in der Pfalz geboren, in Landau. War als Kind immer auf dem Betzenberg. Hat schon bittere Tränen vergossen, wie er erzählt hat vor dieser Partie, der Auer. Unter anderem, als er 91 hier gegen Barcelona dabei war. Als die Lauterer 3-0 führten am Ende. Nur 3-1 gewannen und ausscheiden mussten im Europapokal. Lautern drängt. Katsch. Engelhardt Mitte. Amanatidis, Janka im Abseits. Aber mit Amanatidis haben die Lauterer natürlich ganz deutlich eine Verstärkung geholt für den Angriff. War ja zu Beginn der Saison verletzt. Häufig Anspielpunkt, häufig Initiator. Und bisher auch schon das ein oder andere Mal Torschütze. Zum Beispiel letzte Woche zweifach. Gegen den SC Freiburg. Janis Amanatidis. Der geht schon drauf hier. Mit Tomo. Wieder gegen Auer. Silva. Ja, klar, alles korrekt. Amanatidis und dann Abseitsposition Kosowski und das war eng dieses Mal. Das war ganz eng. Fahne war oben. Jetzt kommt das Zuspiel. Oh. Ja, der steht schon drin. Der steht schon drin. Das sind zwar Zentimeter, aber der steht schon drin. Unheimlich engagiert hier. Der mit Abstand meist gefaulte Spieler dieser Partie. Das war zu Amanatidis.
Zandi, Amanatidis. Das sind natürlich alle Spieler, die auch technische Fähigkeiten haben. FCK. Niklas Weiland sieht die gelbe Karte, obwohl er den Ball gespielt haben will. Da im Duell mit Metomo. Jetzt kommt er, drückt von hinten nochmal nach. Hat sich dann beschwert. Da entschuldigt er sich schon wieder. Zunächst hat er sich beschwert bei Wolfgang Steiger. Und ich glaube eher wegen der Worte. Wegen der Gestik hat er die gelbe gesehen. Nicht so sehr wegen des Foulspiels. Kosowski sieht Zandi. Zandi und Jaka! Riesenschuss! Also toll das Zuspiel von Kosowski auf Zandi, dann die Parade von Wache und Janka. Mensch, Janka, eigentlich muss er den doch machen. Schauen Sie, wie Thomas Ernst das erlebt. Und Riedl. Und Jara. Um Hebels willen. Carsten Janka. Wieder lauter mit Sforza. Das ist ein heißes Duell mit Tomo gegen Niklas Weiland. Also bisher lässt den Start da noch gewähren. Kramny jetzt. Kramny und Thomas Ernst. Zwei Oldies untereinander. Kramny Jahr 92 schon Meister mit dem VfB Stuttgart. Da Silva schickt Auer. Metomo kriegt jetzt die gelbe Karte. Ja, das war klar. Diesmal zwar nicht gegen Niklas Weiland, aber gegen Auer. Jetzt vielleicht die erste wirkliche Möglichkeit für Mainz 05, die heute irgendwie ihr Heil in der Offensive suchen müssen, weil hinten drin stehen sie nicht nah genug dran. Das haben wir das ein oder andere Mal bei lauteren Angriffen gesehen. Das weiß auch er, Jürgen Klopp. Jetzt also vielleicht Gelegenheit für den berühmten Babatz, Bum Bum Babatz. Da ist er. Guckt sich den Ball an und weiß, ein Schuss und alle feiern mich. Babatz, die lautere Abwehr, die Mauer hielt stand. Abseitsposition von Kramny angezeigt.
Hier haben wir die Szene. Und in der Zwischenzeit hat auch Marco Engelhardt die gelbe Karte gesehen. Wir sehen hier unten noch Wolfgang Stark stehen. Marco Engelhardt hat die gelbe gesehen, weil er sich beschwert hat. Also, jetzt haben wir drei gelbe Karten nach 18 Minuten. Er hat auch persönlich die dritte gesehen in dieser Saison, der Ex-Karlsruher Marco Engelhardt. Janka gewinnt den Zweikampf. Kosowski. Oh, Malatini ist völlig frei. Völlig frei und da ist das Tor. Yannis Malatinis. Der sich wehgetan hat beim Zusammenprall. Hat Sandy gleich angezeigt, der muss behandelt werden. Und da ist der Jubel. Hier ist die Verlangsamung. In der Defensive gewinnen sie den Zweikampf. Dann Kosowski, aber natürlich ist völlig frei. Wieder keine Zuordnung da. Und jetzt gucken wir mal, wer da am Ende dran war. Ich glaube Abel. Ich glaube Abel. Ich glaube, es war ein Eigentor. Vielleicht können wir es hier besser sehen. Vielleicht können wir es hier besser sehen. Aber Martinis, und wo ist das Bein? Abels Bein ist da. Matthias Abel markiert ausgerechnet am Betzenberg. Der Abel aus der eigenen Jugend des FCK trifft gegen seinen Ex-Verein ins falsche Tor. Also, und Kaiserslautern jubelt. Das ist Amanatidis, der da im Gesicht behandelt wird, jetzt angesprochen wird. Der FCK jedenfalls führt verdient durch das Tor, das ein Mainzer gemacht hat, nämlich Abel. Da ist er. Oh, das ist natürlich bitter für den. Er war besonders motiviert, aber man kann ihm nicht wirklich einen Vorwurf machen in dieser Szene. Er muss da ja mit dabei sein. Und dann kommt eben sein langes Bein an den Ball. Lautern führt. Und Amanatidis kommt wieder. Und wir gucken nochmal aufs Tor. Kosowski und die mangelnde Zuordnung. Und dann brecht er da rein, der Abel. Und da ist er wieder, Yannis Amanatidis. Mainzer stehen da hinten zu sehr im Raum, aber häufig gesehen schon. Und irgendwann war klar, dass es zu einer solchen Situation kommt. Timo Wache. Jetzt natürlich eine ganz schwierige Phase für Mainz 05. Sandy wieder beim Freistoß. Probiert sogar direkt Kosowski. Thank you.
jetzt fast wieder gepasst da bei diesem Pass von Janka in Richtung Kosowski. Weigelt hat Mühe auf dieser Seite beim 1:05. Niklas Weiland und Thomas Ernst kommt und löst das mit der Ruhe, der Gelassenheit. Vater nennen sie ihn, weil er eben der Vater sein könnte des ein oder anderen Mitspielers. Thomas Ernst wird einen Tag vor dem Heiligen Abend 37, ein ganz sympathischer Typ. Ein richtiges Kind der Bundesliga. Kämpft bei Kaiserslautern noch mal um einen Anschlussvertrag. Will noch eine Weile Keeper Nummer 2 bleiben. Und eben ab und an in einer Ausfeld aushelfen. Oh, erneuter Fehlpass. Kosowski. Profitiert. Janka nicht im Abseits. Janka unterwegs. Es gibt keinen Elfmeter. Und das ist aus meiner Sicht auch richtig so. Janka hat zu lange gezögert. Das lange Bein des Mainzer Abwehrspielers kam und trifft den Ball. Ja, ja, ja. Janka muss schneller abschließen. Ganz eindeutig. War wieder der Abel. Und diesmal war das lange Bein an der richtigen Stelle. Nein, Herr Jara. Nein, nein, nein. Gut, Wolfgang Stark. Chacho. Babatz, gutes Zuspiel. Aua, gegen Herz. Ein bisschen Entlastung für Mainz 05. Der hat noch wenig zu tun gehabt. Hier wurde abseits angezeigt. Bei der ersten Szene, da war ein Mainzer dann auch einen Schritt zu weit drin. Kaiserslautern drückt. Jetzt kommt Kosowski über seine eigentliche Bahn. Sehr auffällig. Gutes Spiel von Kamil Kosowski, der sich ja reingearbeitet hat in die Lauterer Mannschaft, der ja nicht wohlgelitten war beim Publikum des FCK. Jara hat ihm irgendwann vertraut, vielleicht auch vertrauen müssen, weil die Lauterer ja zwischendurch viele Verletzte hatten. Aber er hat es nicht bereut. Kosowski, absoluter Stammspieler mittlerweile. Er hat sich der Österreicher überzeugen lassen. Janka. Hatte allein 3 Möglichkeiten. Carsten Janka. Ganz auffällig. Ah, haben sie noch mal diskutiert über die Elfmeter, ja oder nein Szene vorhin. Janka schon okay zum Schiedsrichter gesagt.
Weigelt. Kramdi. Sandi macht das clever mit Janka. Und jetzt konnten die Mainzer mal einen Angriff abfangen. Ist selten genug gelungen bisher. Gerber. Wieder Gerber. Aua, der rackert, der kämpft. 20 Karten hat er bekommen für die Familie. Alle sitzen sie auf der Tribüne und gucken dem Sohn mal so. Und so spielt er. Der Auer auch. Einzige Mainzer, der bisher Normalform zeigt. Ansonsten ist das zu wenig von Mainz 05. Vielleicht jetzt mit Niklas Weiland. Benjamin Weigelt beim Freistoß. Halbe Stunde ist rum. Ja, auf einem guten Weg, Kurt Beck, mit seinem Tipp, müssen noch ein paar Tore fallen. Unten dran Herr Strutz, der Präsident vom 1:05, nicht ganz zufrieden mit dem bisher Gesehenen. Lautern viel spritziger, viel mehr auf dem Platz, gut gemacht von Janka in Richtung Zandi. Jetzt wartet wieder Amanatidis in der Mitte. Amanatidis, Janka, Distanzschütze ist er eigentlich keiner. Wieder Abspielfehler, diesmal von Niklas Weiland. Mainz kommt nicht ins Spiel. Weigelt. Jetzt Gerber. 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 Amanatidis, Abseitsposition von Janka. Ja. Springt da richtig weg. Und wenn er genau weiß, dass er zu früh losgelaufen war. Mein lieber Mann. Ganz eng auch hier wieder.
Eigels. Ja, Chato dazwischen. Hätte was werden können für die Mainzer, weil der Gerbe mal losgestartet war. Oh, der Jara. Das war eben gerade bei der Szene mit Janka. Er weiß genau, das sind Millimeter, Zentimeter. Und selbst mit unseren Kameras konnten wir ja nicht zu 100% sagen, war er jetzt drin oder nicht. Da Silva in Richtung Auer. Gibt Freistoß für Mainz nach dem Tackling von Thomas Riedl. Da kommt er. Trifft zunächst den Ball, aber dann eben auch den Gegner. So, jetzt der Silva. Kramny aus der Distanz. Gerber kommt gegen Betomo. Gerber. Tato. Mainz probiert es mit den hohen Bällen. Aua. Kramny. Und abgepfiffen. Ist ein bisschen Brechstange jetzt. Hier geht Auer hoch und hat den Arm mit dabei. Ah ja. Das hat Wolfgang Stark gesehen. Sieht eh viel. Der Schiedsrichter bisher. Mainzer Anhänger sind noch da. Wollen ihre Mannschaft noch nach vorne peitschen. Engelhardt. Ja, jetzt fehlt gerade Kosowski da auf der rechten Außenposition, weil der eben nach links rausrotiert ist. Das ist aber genau das, was sich Jara vorgestellt hat. Von diesen drei Mann hinter Carsten Janka, von Kosowski, Amanatidis und Sandy, dass die eben immer wieder die Positionen wechseln, dass es kein starres System gibt. Dass es nicht heißt, Kosowski, du spielst rechts und du bleibst da. Oder Zandi, du spielst links und du bleibst da. Die sollen die Flügel wechseln. Und auch Amanatidis soll mal links, mal rechts, mal zentral spielen. Das ist bisher ganz gut gegangen in dieser ersten Halbzeit. Jacques Forza. Noch nicht mit den ganz großen Aktionen, aber er soll ja eher ein Stabilisator sein. Friedrich. Kam hier das Missverständnis. Und der lautere Konter über Zandi. Immerhin mal Benjamin Auer. Bedient hier von Da Silva und dann hat er dann auch mal ein bisschen Platz beim Kopfball. Benjamin Auer hat ja schon drei Tore gemacht. Hatte Wadenprobleme in der Woche. Der Mainzer hat bis Donnerstag nicht trainiert.
aber ist rechtzeitig fit geworden. Janka, keine Abseitsposition. Janka gegen Wache. Janka, Janka, Janka. Die fünfte Möglichkeit. Mensch, den muss er doch machen. Carsten Janka. Hier kommt der Pass. Schön zu sehen, dass es kein Abseits ist. Und dann hat er doch alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Und dann macht das nicht. Carsten Janka, 33 Mal deutscher Nationalspieler. Am Heber gescheitert. Obwohl er so präsent ist. Und damit auch wichtig für die Mannschaft. Muss er die natürlich machen. Schaut sich der Janka, läuft einfach weg. Ja, was willst du da machen als Trainer? Oh, böser Zusammenprall jetzt. Wird auch eine gelbe Karte geben für Kramny. Da kommt er angerauscht und trifft einzig und allein Herrn Engelhardt. 5 Minuten noch in der ersten Halbzeit. Wieder Janka. Wieder Janka. Und er gibt den Freistoß. Wolfgang Stark. Wie cool. Der Blick raus zum Assistenten. Hast du es auch so gesehen? War es außerhalb? Es war außerhalb. Ja, ja. Aber dieser Blick von Stark. Riesig. Also, große Freistoßmöglichkeit. Rausgeholt von ihm hier, von Janka, der viel Platz hat immer bei seinen Aktionen, weil die Mainzer nicht nah genug dran sind. Und Sforza, der Dirigent. Und Kosowski wird gleich schießen. Sforza, Kosowski. Und Eckstoß. Da dirigiert der Wache seine Mauer und dann der abgefälschte Ball. Die erste Ecke in dieser Partie. Hätte da Janka beinahe den Ball annehmen können in Ruhe. Und da sieht sie wieder die laute Rand. Wache klärt da gegen Amanatidis. Weiter Lautern. Mit Chato. Der wartet, bis einer kommt, der ihm hilft. Also der müsste noch mehr brüllen hier, Timo Wache, der Mainzer Keeper. Seine Abwehr völlig von der Rolle. Immer wieder Stockfehler, immer wieder inkonsequentes Spiel, immer zu weit weg von den lauteren Angreifern. Hier nochmal die Szene. Manuel Friedrich. Und dann der Ballverlust. Und dann Amanatidis gegen zwei, da lässt er sich alle austanzen. Auch noch Noveski und Wache im Fall. Der kann nicht so viel sein, Jürgen Klopp. Den großen Worten, die er gefunden hat, auch vor dieser Partie, als er sagte, es ist das definitiv reizvollste Spiel des Jahres. Wir sind eine Generation, die ein paar Meilensteine setzen kann, hat er gesagt, die eine neue Tradition schaffen kann.
Er meinte den ersten Sieg gegen den ersten FC Kaiserslautern, aber davon ist Mainz weit, weit entfernt. Lautern müsste weitaus höher führen und hat jetzt nochmal die Möglichkeit vor der Pause, hier einen draufzulegen. Amanatidis gegen Friedrich. Und dann Foulspiel vom Griechen. Hier gegen Fabian Gerber. Ball hatte die Seitenauslinie überschritten. Also die Mainzer enttäuschen hier bei diesem Derby. Engelhardt hat den Ball nicht richtig erwischt, wollte da nach rechts draußen spielen auf Kosowski. Misslungen diese Aktion. Und Gerber. Kramli. Gerber. Sind die Mainzer Kohl. Sie kriegen zumindest noch einen Freistoß vor der Pause. Bilchateau. Hier zu spät. Richtig gesehen vom Schiedsrichter. Und jetzt sollte Klopp doch mal hingucken. So kurz vor der Halbzeit. Aber verdient, verdient wäre es nicht. Eine Minute wird nachgespielt. Kramny. Weigelt, macht das gut auf Gerber. Der ist trippelstark, aber hat da keine Chance. Die Lauterer sind zu giftig. Das Silva in Richtung Niklas Weiland. Und mal wieder eine Ballberührung für Thomas Ernst. Und Jara. Ja, wir denken, wir könnten hier doch höher führen als nur 1:0. Das Tor fiel in der 20. Minute. Abel hat's gemacht. Ein Mainzer, aber ins falsche Tor hat er getroffen. Und Janka. Ach, Janka. Janka. 3-4 Mal. Hätte er treffen müssen. Und einmal unbedingt. Wir kommen bald wieder nach der Halbzeit. Jetzt kommt erst einmal Fritz von Thurn und Taxis. Viel Vergnügen und bis gleich. So, zurück, liebe Zuschauer. Auf dem Betzenberg, auf dem ausverkauften 1:0 führt das Heimteam. Der erste FC Kaiserslautern klar verdient gegen Mainz 05. Das in der ersten Halbzeit zu wenig gemacht hat. Kämpferisch waren die Lauterer stärker. 55% gewonnene Zweikämpfe. Sie führen durch das Tor, das aber kein Lauterer erzielt hat, sondern ein Mainzer. Nämlich Abel, der ein Eigentor fabriziert hat. Wir werden einen neuen sehen bei Mainz 05 in der zweiten Halbzeit. Den hier, Christoph Theinert. Er ist die zweite Hereinnahme in dieser Saison. Kam in der letzten Spielzeit aus der Regionalliga von Hoffenheim, hat er in der zweiten Fußball-Bundesliga ganz ordentlich mitgemischt. Und der kommt für Jürgen Kramny. Und beim ersten FC Kaiserslautern macht sich der hier fertig. Lembi darf auch in die Mannschaft. Also Lembi drin, wenn ich es richtig sehe, für Metomo, der eben auch schon die gelbe Karte gesehen hatte in der ersten Halbzeit und sicherlich auch eine Art Vorsichtsmaßnahme von seinem Trainer, von Kurt Jara, da ein bisschen aufzupassen. Also Lembi jetzt bei Kaiserslautern und Theinert bei Mainz 05. Bei Lautern ändert sich da gar nichts. Lembi wird in die zentrale Position gehen, in der Abwehrkette für Metomo dort agieren. Und Christoph Theinert bei den Mainzern eher ein offensiver Mann. Also achten wir mal drauf auf die Mainzer.
vielleicht ein bisschen umschalten von 4-4-2 auf 4-3-3. Durchaus denkbar. Kriegen gerade noch die Information, dass Matt Tomo auch noch eine Oberschenkelverletzung hat. Also gab es auch einen Verletzungsgrund, warum man ihn rausgenommen hat. Aber das wird nicht das einzige gewesen sein. Der war einfach gefährdet und deswegen schon folgerichtig, dieser Wechsel. Also, Eckstoß jetzt für den 1. FC Kaiserslautern mit Kosowski. Mainzer Hoffnungen sind natürlich noch da, auch aufgrund der Statistik. 20 der 24 Saisontore haben sie nach der Halbzeitpause gemacht. 8 Joker-Tore schon erzielt und 6-mal einen 0:1 Rückstand noch gedreht. Also die Statistik macht ihnen Hoffnung. Niklas Weiland. Zu wenig Zug zum Tor da. Da Silva. Steinert gegen Ernst. Und Ernst ist da. Ja, der wird auf der halblinken Position da im Angriffsspiel spielen. Steinert, Auer eher zentral und Niklas Weiland eher halb rechts. Das war ein bisschen die Aufteilung. Da werden sie umschalten von 4-4-2 auf 4-3-3, aber das nicht immer so, sondern sporadisch. Damit haben sie zumindest diese Variante jetzt drin, die Mainzer. Und sie müssen ja was für die Offensive tun. Kosowski für Kaiserslautern. Sforza, klasse gemacht. Aus dem Fußgelenk. Kosowski, die Flagge ist abgefälscht. Seinert gegen Amanatidis, aber der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Zandi, Engelhardt. Riedel zu spät. Riedel hat ja Derby-Erfahrung. Erinnern Sie sich, einst im Dress des TSV 1860 München hat er ein tolles Tor erzielt gegen die Bayern. Beim 6er-Sieg, beim 1:0. Beim allerersten nach vielen, vielen Jahren. Also der kleine Riedel kennt dieses Feeling. Derby. Janka. Sforza. Jetzt doch präsenter als in der Anfangsphase. Guter Flankenwechsel von Niklas Weiland auf Teinertz, der jetzt gegen Riedel. Teinert. Oh, neuen Schwung haben sie gebraucht, die Mainzer. Und er holt auch einen Eckstoß raus. Christoph Teinert. Hier das Duell mit Riedel. Und wer war da noch dran? Riedel irgendwie im Fallen. Mit dem Gesäß. Wie auch immer. Eckstoß. Da Silva. Und Friedrich, Manuel Friedrich, mit dem Kopf, hier vor Lambi am Ball. Also zumindest mal eine Möglichkeit für die Mainzer. Und Klopp wird sicherlich ein paar Worte gefunden haben in der Halbzeitpause. Wird sicherlich nochmal an die Ehre appelliert haben. Und das ist ein klasse Angriff über Kosowski jetzt. Kosowski, Janka. Hat sich Weigelt dazwischen geworfen. Hier die Flanke. Und da ist Weigelt vor Janka. Engelhardt.
Schwarzer macht er wieder gut. Chato gewinnt das Kopfballduell. Abseitsposition angezeigt. Malkosowski da zu langsam rauskam. Weigelt mit der missratenden Hereingabe. Er wartet bisher auf Zuspiele. Einmal in der ersten Halbzeit war er da, Benjamin Auer. Aber mehr war eben nicht. Missverständnis. Amunatidis und Zandi. Und wieder Theinert. Reichlich Ballkontakt, die neue taktische Variante. Und damit tun sie sich schwer, die Lauter. Weigelt. Oh, Chato vor Auer. Mainz wird stärker. Da Silva, gut gemacht, in Richtung Babatz. Gerber. Auer. Der sucht immer den Weg zum Tor. Abel, der hat das gut zu machen. Abel. Die haben wir hier. Hat ja schon eine Gehirnerschütterung überstehen müssen in dieser Saison, die er sich in Wolfsburg zugezogen hat. Hat vor dieser Partie gesagt, na, der erste FC Kaiserslautern hat mich schon angesprochen. Also die können sich schon vorstellen, dass ich wieder zurückkomme. Im Vorort von Kaiserslautern, im Wiesenthaler Hof, ist er aufgewachsen. Matthias Abel. Der wird den Spott ertragen müssen. Seiner ehemaligen Freunde und Kollegen. Wenn es bei diesem Ergebnis bleibt. Wenn er der einzige Schütze bleibt an diesem Abend. Zandi hat das Bein weit oben. Gibt dennoch Freistoß hier wegen Handspiel von Babatz. Also richtige Schiedsrichterentscheidung, Freistoß für Kaiserslautern. Janka kriegt ab und zu einen Freistoß, wird also nicht grundsätzlich gegen ihn gepfiffen. Das hat er ja immer wieder moniert. Und Sforza will wieder das Hirn werden des FCK. Wir müssen ein Wir werden, hat er in der Woche gesagt. Schluss mit der Ich-AG beim FCK. Und er will weißer geworden, älter geworden, vorangehen. Als einer, der die Herrschaften zusammenbringt. Jetzt Kosowski und Zandi. Zandi! Ja, ja. Gar nicht so leicht zu halten für Dimo Bache. Setzt noch einmal auf.
Jacka und Sandy. Hat er sein erstes Feldtor gemacht gegen den SC Freiburg letzte Woche beim 3-0, beim lauteren Rekordsieg in dieser Woche. Feridun Sandy davor 3 Elfmeter verwandelt. Hier mit der Innenseite nicht gut beraten. Ex-Lübecker, Ex-Freiburger. Und wieder Lauter. Mit Amanatidis. Da Silva. Gerber. Babatz. Und Kosowski profitiert. Kosowski. Jacka steht abseits. Muss da in die Mitte gehen, weil er keinen Anspielpunkt hat. Da kam der Ball vom Gegner. Aber das hat Amanatidis zu spät gemerkt. Und Wache! Wache! Eieieiei. Timo Wache. Hier. Timo Wache. Wie einst Olli Reck. Und dann alles klar da beim Zweikampf mit Jacka. Nee, nee, auch hier nicht, Herr Jara. Schrecksekunde für den Mainzer Keeper. Sforza. Genial. Genial. Kosowski. Muss aufs Tor gehen. Kosowski 2-0. Sforza genial. Und Kosowski wunderbar. 59. Minute. 2-0. Das erste Tor von Kamil Kosowski in dieser Saison. Aber der Pass. Ein Spielmacher. Das ist er eben, der Sforza. Wunderschön. Und die Mainzer alle weg. Alle weg auf Abseits gespielt. Nicht erfolgreich in dieser Szene und so etwas wie eine Vorentscheidung in diesem Derby. Kamil Kosowski. Und jetzt wird er bald nicht mehr drüber nachdenken, im Winter den Verein zu verlassen. Damit kokettiert er nämlich, weil er nicht geliebt wird. Aber mit solchen Toren in einem Derby schießt man sich in die Herzen. 2-0 Kaiserslautern. Co-Produktion von Ciriaco Sforza und Kamil Kosowski, die schweizerisch-polnische Akte. Macht die Augen auf, will Jürgen Klopp da noch seinen Spielern vermitteln. Aber die haben heute nicht ihren besten Tag erwischt. Was kommt jetzt noch von Mainz? Aua! Weiland, Weiland, muss gehen, Weiland, Thomas setzt. Da war er da, als er da sein musste. Abseitsposition und wieder war es aus dem Fußgelenk von Sforza ein bisschen der feinsten Art. Hier, zack, und hier steht er nicht im Abseits, nein. Nein. Und hier haben wir nochmal Weiland. Weiland. Und auch mit 36 Jahren zuckt man noch, Thomas Ernst. Die Obaches Reaktion. Mainzer hätten zurückkommen können durch diese Szene. Kosowski angespielt von Amanatidis. Jacka steht, Nowitzki. Lautern spielt auf. M-
Macht er noch eins, der Janke? Sie hätten 20 Punkte. Zwei weniger als Mainz, aber werden, was dieses Pfälzer-Duell angeht, wieder auf Augenhöhe. Eckstoß, Wache. Babatz gegen Sforza erfolgreich. Chato. Gerber nicht im Abseits. Reinhardt. Sforza kämpft. Hat sich richtig reingekämpft in die Partie. Seit der 30. Minute richtig da. Gerber mit dem langen Bein nach der Silvas Freistoß. Aber keine Mühe für Thomas Ernst. Das sind die Fans des 1. FC Kaiserslautern. Und das ist das 2:0, das sie selig gemacht hat vor Glück. Ja, ja, da hat er keine Mühe. Kamil Kosowski. Und so jubelt der Tiroler, der Innsbrucker, der heimisch wird auf diesem Berg, auf diesem Betzenberg. Der schon dachte, er muss zum Skifahren in der Winterpause, weil er keinen Verein mehr hat. Aber dann kam Selim Teber gegen Bielefeld, machte zwei Tore, rettete dem Jara den Job. Und seitdem läuft's beim FCK. Zeinat. Babatz. Und apropos Teber, liebe Zuschauer. Da ist ein bisschen Dankbarkeit natürlich auch mit dabei. Den wird er jetzt gleich bringen, Kurt Jara. Also der darf dann auch gleich nochmal dieses Derby-Feeling miterleben. Gerber mit dem Anspiel auf Auer. Auer. Keine wirkliche Gefahr. Da ist Selim Teber. Der hat ja zwischendrin gespielt, sozusagen, zwischen Mainz und Kaiserslautern in Mannheim. Und Carsten Janke macht kein Tor mehr heute. Es gibt Beifall für Janke. Fußballfans haben eben ein gutes Gespür. Weil Janke hat gerackert, hat getan, hat gemacht und war ganz wichtig in dieser ersten Halbzeit, auch wenn er kein Tor gemacht hat. Er war glücklos und vielleicht wird der Teber ein bisschen mehr Glück haben. Im Dress des FCK in den verbleibenden 25 Minuten. Das ist ein Mainzer, der kommen wird, Claudius Weber. Der hat in der letzten Woche ein Tor gemacht im altehrwürdigen Olympiastadion. Und der kommt jetzt für Abel, der nicht den glücklichsten Tag hatte. Also Mainz wird noch offensiver. Es bleibt ihnen auch in der Tat nichts anderes übrig. Und da ist der neue Mann. Da ist Weber gegen Engelhardt. Jetzt braucht es eine Initialzündung. Also Mainz riskiert alles. Kann natürlich zu einer Packung führen hier auf dem Betzenberg, das ist auch klar. Aber andererseits, wenn man noch einen Punkt holen will, muss man hier alles geben.
Sforza. Risikopass hätte auch kommen können in Richtung Kosowski. Und die Mainzer mal da. Da Silva. Aua, Claudius Weber. Claudius Weber und Thomas Ernst. Hier was nochmal. Gut gemacht von Auer. Und dann ist Weber unbewacht. Also den haben sie noch nicht so richtig auf dem Zettel. Der wird natürlich auch latent nach vorne spielen. Niklas Weinert ist ein bisschen mehr zurückgerückt. Und Manuel Friedrich hat jetzt die gelbe Karte gesehen. Auch eher wegen Meckerns. Nicht bei einem Zweikampf. Chacho. Weiland hinten als Manndecker, als Stürmer hat er angefangen. Und das ist Zandis Pass auf Teber. Amanatidis in der Mitte. Teber, Amanatidis noch da, Amanatidis. Ai, ai, ai. Gutes Zuspiel von Zandi hier. Keine Abseitsposition. Selim Teber wartet lange. Kann da nicht mehr spielen. Da ist der Weg zu. Da probiert das direkt. Und dann Amanatidis, er sich da ans Bein greift, ans Verletzte immer noch. Hatte ja einen Wadenbeinbruch. Hier zeigt das an. Sind das Spätfolgen oder ist das was Neues? Ist das eher was am Knie? In jedem Fall muss er behandelt werden. Da ist Amanatidis. Teber nochmal mit dieser Aktion. Die Wache parieren konnte. Und dann der Versuch von Amanatidis. Danach hat er sich dann ans Knie gegriffen. Sieht nicht so aus, als ob der weitermachen könnte. Yannis Amanatidis. Wünschen wir ihm, dass es nichts Schlimmes ist. Er musste doch schon so lange aussetzen zu Beginn dieser Saison, als er sich in der Vorbereitung das Wadenbein gebrochen hat. Lauterer haben noch Offensivkräfte draußen mit Altin Top, vielleicht auch mit Mihail Mikic. Aber wahrscheinlich wird er anders wechseln. Egal, jetzt ist erst einmal Gerber da. Also bei Lauter macht sich Gramozis parat, also keine weitere Offensivkraft. Und da ist Amanatidis, der jetzt in die Kabine gebracht wird. Weber nach dem Anspiel von Auer. Weber gegen Chateau. Weber, Außennetz. Gutes Zuspiel hier, keine Abseitsposition. Chateau zu weit weg, zu spät. Und dann berührt er ihn auch noch. Und wenn der Weber sich da fallen lässt, wenn er sich da fallen lässt, hier. Wenn er sich da fallen lässt, dann pfeift er stark vielleicht sogar. Hier.
Jetzt kommt das Bein. Aber Weber ist fair, will das Tor machen. Ist zu sehr Stürmer. Und Klopp. Mit der Werbebande. Und Yannis Amanatidis tritt ab. Das sieht nicht so gut aus. Jürgen Klopp muss auf die Tribüne. Der vierte Offizielle, Wolfgang Walz, hat seinen Schiedsrichter, hat Wolfgang Stark informiert über dieses Werbebanden-Wegtreten. Und Jürgen Klopp geht über den Platz. Das haben wir noch nie gesehen. Macht die Fans noch mal heiß. Nutzt diese Verbannung. Da hat er dagegen getreten. Dann der Disput mit Wolfgang Walz. Der holt den Schiedsrichter. Wolfgang Stark, schau sie, komm. Komm, Wolfgang, ich will dir was sagen. Da stellt der Klopp die Bande wieder hin. Dann diskutiert er noch mal. Lächeln sie fast schon wieder. Ja, ja. Friede. Und dann muss er weg. Und jetzt ist er auf der anderen Seite. Und da sitzt er. Auf der Haupttribüne. Jürgen Klopp. Verrückt. Also Gramozis ist mittlerweile in der Mannschaft. Beim ersten FC Kaiserslautern. Der hat sich eingereiht, Gramozis, hinten in die Abwehrkette, auf die rechte Position. Thomas Riedl rückt dafür etwas mehr ins Mittelfeld. Sandi, Kosowski und Theber sind für den Angriff zuständig. Das so in etwa die taktische Variante. Noch ein Wechsel. Connor Casey, ein Stürmer, kommt bei Mainz 05. Also Klopp setzt alles auf eine Karte. Das ist Gerber. Gerber! Und Thomas Ernst hält alles, was er halten kann und halten muss. Fabian Gerber, der Sohn vom Schlagen Franz, von Franz Gerber. Hier also mit seiner auffälligsten Aktion. 15 Minuten noch, liebe Zuschauer. 2:0 für Kaiserslautern. Weilands Kopfballfehler gegen Kosowski. Sandi. Kosowski gegen Babatz. Fabian Gerber geht also. Papa Franz sei gegrüßt, der guckt bestimmt wieder zu. Momentan, seit der Beurlaubung bei St. Pauli, hat er immer Zeit, den Sohnemann zu beobachten. Und Connor Casey ist also in der Mannschaft. Mainz jetzt mit 4 Stürmern. So, wir kriegen Kunde aus der Kabine des FCK. Verdacht auf eine Innenbandverletzung bei Yannis Amanatidis. Weitere Untersuchungen werden da folgen heute Abend und morgen im Verlauf des Tages. Wie gesagt, wünschen wir ihm, dass nicht allzu viel kaputt ist. Auch dass er bald wieder mitwirken kann. Auch wenn es nur noch ein Spiel ist bis zur Winterpause. Teilnacht für die Mainzer. Abgefälschtes Ding. Hier der Schuss. Und dann Auer dazwischen. Und Klopp sieht das so.
der muss sich jetzt zurückhalten mit dem Aufstehen da auf der Tribüne. Hinter ihm sitzen auch noch ein paar. Jürgen Klopp. Aber klar, dass er da immer noch hofft, dass seine Mannschaft dieses Ding noch drehen kann. Zandi, angespielt von Gramozis. Da ist Dimitrios Gramozis. Kosowski, gut gemacht gegen Friedrich. Kosowski, Kosowski. Oh, der macht ein starkes Spiel. Fast sein zweites Tor. Hier. Dupiert der Friedrich, läuft der Noweski weg. Und dann Wache da. Ach, schaut sich die Zuschauer sagen, Klopp, setz dich. Ja, das sind die Emotionen der Pfalz. Und der lacht und freut sich. Aber das ist alles friedlich, das ist alles fröhlich. Und das ist gut so. Es gibt ja auch noch ein Rückspiel. Und so wünschen sich die Anhänger des FCK und des FSV Mainz 05 hoffentlich noch viele Derbys in den nächsten Jahren in der ersten Fußball-Bundesliga. Babats Handspiel. Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Man hüpft sich warm bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Aber das Spiel hat uns schon erwärmt. Sehr dicht, sehr emotional. Bessere Lauterer, definitiv, die zu Recht hier führen. Auch mit 2:0 führen. Mainzer müssen die Brechstange rausholen. Keine Frage. Pauschkuk Kosowski, Flugeinlage. Das sah schlimmer aus als es war. Da sitzt der Präsident, oben dran der Ministerpräsident. Der Präsident der Mainzer wird sich denken, was hat mein Trainer da verloren? Eigentlich habe ich den viel lieber unten auf der Bank. Ist übrigens zum ersten Mal in dieser Saison in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga, dass ein Trainer auf die Tribüne verbannt wird. Der letzte war in der Vorsaison Holger Fach von Borussia Mönchengladbach, aber der ist ja da schon lange nicht mehr. Mainz mit Casey. Reinhardt gegen Sforza. Sforza dran. Engelhardt. Wenn er jetzt Kosowski sieht, den sieht er auch, dann wird es mal ganz brenzlig. Niklas Weiland kommt. Und Friedrich macht das relativ souverän. So sah es zumindest aus.
Der Mainzer Konter mit Claudius Weber. Aua. Wieder Engelhardt. Wieder sauberes Zuspiel auf Kosowski. Sauber auch auf Teber. 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 Gute Idee. Hat gesehen, dass der Wache vor dem Tor stand. Wollte zunächst einmal Engelhardt bedienen, sieht dann aber, dass die Lücke da ist, keiner bei ihm. Und deswegen der Direktversuch. Riedl, Abseitsposition von Zandi. Er stand relativ deutlich da drin. Zu früh losgelaufen. Kämpferisch, ein richtiges Klassenspiel. Teber, auch der steht im Abseits. Und dem Schiedsrichterassistent ist es auch nochmal warm geworden. Hier sehen Sie es. Da kommt das Abspiel. Ganz klar. Gut. Volker Wetzel. Assistent, der da die Fahne oben hatte. Auer wird getätschelt von Sforza. Sechs Minuten, 15 Sekunden, liebe Zuschauer, noch zu spielen. 2:0 für Lautern. Da Silva, schwache Ecke. Teber. Teber. Im zweiten Versuch hätte es dann funktionieren können. Oveski aber dazwischen. Weigelt. Findet er Auer. Er findet ihn nicht. Er findet nur Thomas Ernst. Tadellose Leistung vom Wiesbadener. Jürgen Klopp wird enttäuscht sein von seiner Mannschaft. Vor allem von der Leistung in der ersten Halbzeit. Wo war da die große Bereitschaft? Der große Fight, den wir kennen von Mainz 05. Da haben sie vieles vermissen lassen. Im zweiten Durchgang konnte Mainz das Ding grundsätzlich etwas ausgeglichener gestalten. Aber Kaiserslautern war zwingender. Die wollten unbedingt hier zu Hause auf dem Betzenberg der Schmach entgehen. Noch sind es 5 Minuten. Casey gewinnt das Kopfballduell. Lembi. Da Silva. Claudius Weber profitiert davon. Chattos Stockfehler. Aber Lembi macht es wieder gut. Abseitsposition von Teber. Aber die Lauterer feiern lauter und lauter. Auch da steht er drin, ja. Auch da nur Zentimeter. Scheint so, als ob der Betzenberg, wie man so schön sagt, wieder zu einer Fußballfestung wird. Letzten 3 Heimspiele haben sie gewonnen und das 4. in Folge, so scheint es, werden sie auch gewinnen. Nochmal Geld für Casey. Die 3. in dieser Saison.
Und die Mainzer müssen sich ihrerseits einen kleinen Auswärtskomplex aufschwätzen lassen. Wäre die fünfte Auswärtsniederlage in Folge. Klopp wird beraten. Herzlich von links und rechts. Aber ob es noch was nutzt. Niklas Weiland kommt noch mal nach vorne. Niklas Weiland, zu lang der Pass in Richtung Benjamin Auer. Weigelt noch mal auf Da Silva. Ist das schön, singen die weiß Gott nicht verwöhnten Fans des 1. FC Kaiserslautern. Und auf der anderen Seite die Nikoläuse aus Mainz. Natürlich ein bisschen enttäuscht, aber da steckt man weg. Nächste Woche letztes Heimspiel für Mainz gegen den 1. FC Nürnberg. Wieder am ausverkauften Bruchweg. Da sollten sie dann noch mal punkten. Jürgen Klopp greift noch mal ein, nähert sich so langsam wieder dem Spielfeld. Weiß nicht, ob die ihn auf der Tribüne weggeschickt haben, weil er da immer aufstand. Und da lächelt er doch mal ein bisschen wegen einer Schiedsrichteraktion. Wolfgang Stark geht noch mal zum Assistenten und Klopp muss wieder zurück hinter die Bande. Das gibt noch ein paar Euro mehr Strafe, weil er da noch mal runtergekommen ist. Da werden sie ein bisschen was zahlen müssen, die Mainzer. So. Wir nähern uns dem Ende der regulären Spielzeit. Mainz nähert sich nochmal dem Lauterer Tor mit Claudius Weber. Aber es scheint so, als ob das zugunsten des FCK ausgehen sollte. Sie haben es gesehen, 2 Minuten werden nachgespielt. Also noch 1,45 muss Klopp da alleine hinter der Bande verweilen. Hat es aber näher in Richtung der Kabinen nach dem Abpfiff. Kaiserslautern gewinnt dieses erste rheinland-pfälzische Derby in der Fußball-Bundesliga mindestens mit 2:0. Vielleicht sogar höher, wenn Kosowski noch was macht. Kosowski, Theber. Zandi. Zauberei jetzt noch ein bisschen. Chato. Und die Mainzer fighten immer noch weiter. Die fighten immer noch weiter mit Da Silva. Wenigstens ein Ehrentor. Ingo Hertz. Noch 1 Minute. Weber. Casey. Auer erläuft sich nochmal den Ball. Casey. Und Da Silva. Missverständnis nochmal. Letzter Angriff der Partie. Kosowski. Zandi mit da. Theber mit da. Theber. Volles Risiko. Und jetzt ist Schluss.
So freuen sich die Österreicher und Gary Ehrmann über den Derby-Sieg. Und Klopp sammelt die Schäfchen. Die sollen zu den Fans. Klare Niederlage für Mainz 05. Das vor allem in der ersten Halbzeit enttäuscht hat. Kaum herausragende Spieler auf der anderen Seite. Da müssen wir ein paar herausheben. Kamil Kosowski sicherlich der Torschütze. Auch Shiraja Kosforza beim Heimcomeback. So ab der 30. Minute mit einer wirklich klasse Leistung hat das zweite Tor vorbereitet. Feridor Zanti hat mir gut gefallen. Carsten Janka hat viele Chancen vergeben bei Kaiserslautern. Und die Frage ist bei Kaiserslautern natürlich, gibt es jetzt 5 Tage Sonderurlaub? Eigentlich muss er ihn geben. Jara hat ja gesagt, bei 20 Punkten. Und jetzt haben sie die 20 schon erreicht. Hier ist er. Da freut er sich mit den Spielern. Also ein bisschen länger ruhen über Weihnachten und Neujahr. Und nächste Woche müssen die Lauterer noch nach Bremen. Jürgen Klopp und der Beifall für 17.000. Respekt für Mainz 05. Immer wieder muss das erwähnt werden, was sie erreicht haben in den letzten Jahren. Aus dem Spaßverein ist eine ernstzunehmende Mannschaft geworden in der Fußball-Bundesliga. Auch wenn sie heute die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Das war zu wenig. Vor allem in der ersten Halbzeit. Thomas Ernst. Im 85. Bundesligaspiel hat er den Sieg festgehalten. Wir gucken noch mal hier auf die entscheidenden Szenen in dieser Partie. Zunächst einmal das Tor in der ersten Halbzeit. Das Tor für Kaiserslautern von einem Mainzer. Von Matthias Abel, der mit dem langen Bein dran war und die Mainzer ins Hintertreffen brachte. Von da an war eigentlich schon fast klar, dass nichts mehr geht. Dann dieser geniale Pass von Shiraja Kosforza. Und Kamil Kosowski läuft und läuft und läuft. Kommt hoch mit links. Ganz locker. 2:0. Verdient. Der FCK als Mannschaft. Also von wegen ich AG Shiraja Kosforza. Eine tolle Teamleistung. Und Klopp, da war er noch auf der Bank. Das war die Diskussion. Und jetzt zunächst die Diskussion. Und jetzt die Werbebande. Diese Werbebande mögen Sie hier in Kaiserslautern. Erinnern Sie sich, liebe Zuschauer, zuletzt hat ihn mal der Dortmunder Koller weggetreten. So war das. Also. Wir haben einen schicken Abend hier erlebt. Das war ein bisschen Rock'n'Roll, nicht Kammermusik hier in Kaiserslautern. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe, Ihnen auch. Jetzt gibt es gleich alle Spiele, alle Tore.